Öffnet sich über Schritt 1 Vergebung lernen, über Schritt 2 Heilung ermöglichen und über Schritt 3 Dankbarkeit üben. Alle drei Schritte führen zu einem befreiteren Leben, führen dazu, dass wir als Menschen unseren Fluss des Lebens reinigen können und gewisse Hemmnisse und Blockaden überwinden können, was natürlich für unsere persönliche, ganzheitliche Entwicklung von unermesslicher Bedeutung ist. Vergebung lernen meint einerseits mir selbst vergeben, andererseits anderen Menschen vergeben. In jedem Fall aber bedeutet, ich habe einen inneren Konflikt. Einen Konflikt mit mir selbst, weil ich mit einem Teil von mir, der etwas getan hat, in Konflikt gehe. Oder ich habe einen Konflikt mit einer anderen Person, den ich aber dennoch in mir austragen muss. Auch das ist also ein innerer Konflikt. Und es gibt nun eine einfache Methode, die ein bisschen Übung braucht und die wiederum auf diesen Zyklus der liegenden Acht zurückgreift. Wenn es also um Vergebung geht, geht es in vielen Fällen um die Lösung von Konflikten und es ist möglich, dass wir Konflikte in dieser liegenden Acht auflösen. Das ist ja der Hauptgrund für die liegende Acht, dass sie die Dinge in Bewegung bringt, dass sie Dinge, die starr sind, dann für uns zu lösen vermag. Man kann auch sagen, etwas verflüssigt, damit die Dinge wieder in den Fluss kommen. Dieser innere Konflikt, der sich Ihnen zeigt, das mag ein Konflikt mit einem anderen Menschen sein, dem Sie nicht vergeben und nicht verzeihen können, vielleicht auch zum Zeitpunkt nicht wollen. Dann ist es gut, sich in einem ersten Schritt der Perspektive zu nähern und das Kopftheater, das in Ihnen abläuft, sich einmal aus einer anderen Perspektive anzusehen. Das heißt, der erste Schritt im Denken beginnt, indem Sie die Perspektive wechseln. Und dazu habe ich ein sehr einfaches Bild, das ich verwende. Da bin ich inspiriert von Hermann Hesse und der indischen Dichtung Siddhartha. Da stelle ich mir vor, ich sitze am Fluss, ich sitze an einem großen, mächtigen Fluss am Ufer, auf einer Bank oder auf einem Baumstamm und ich betrachte diesen Fluss und dieser Fluss ist mein Leben und ein Teil meines Lebens ist dieser Konflikt und dieser Konflikt mit dieser Person, diese Szenerie, die fließt nun an mir vorbei und ich sitze am Ufer dieses Flusses und betrachte das Schauspiel und plötzlich beginnt der Fluss zu lachen. Der Fluss lacht mich aus. Der Fluss lacht sie aus. Der Fluss steht für die Heiterkeit, für die andere Perspektive. Und dieser Fluss, das ist in der Vorstellung mein Fluss des Lebens. Und wenn mich irgendjemand auslachen darf, dann dieser Fluss. Und mit diesem Bild, wie diese Konfliktszenerie an mir vorbeifließt, ich auf diesem Baumstamm sitze und den Fluss beobachte und dann höre, wie der Fluss zu lachen beginnt und mich auslacht, macht mir klar, dass ich in dieser Position nicht verweilen muss, sondern dass ich über mich selbst lachen kann, dass ich über diese Situation auch lachen kann. Und dass diese Heiterkeit für einen Moment meine Perspektive sehr, sehr wirkungsvoll verändern kann. Im zweiten Schritt aber, weil ich bin ja in diesem Moment Teil des Konfliktes, obwohl ich mich herausnehme,
so ist es doch so, dass ich darunter leide. Das heißt, ich bin ein Opfer. Ich fühle mich als Opfer und über diese Heiterkeit und über den Perspektivenwechsel kann ich dieses Opferdasein auch als Opfertheater wahrnehmen. Ja, ich spiele eine Rolle in meinem eigenen Opfertheater. Darüber kann ich auch lachen. Aber wichtig, lieben Sie sich trotzdem. Lieben Sie sich, auch wenn Sie nicht darüber lachen können, lieben Sie sich, wenn Sie nicht aus der Opferhaltung herauskommen, das ist ganz, ganz wichtig. Einfach annehmen, was ist, und dieser Situation, so gut es geht, das Herz zu öffnen. Auch im Tun kann ich was machen. Im Quadranten des Tuns, des neuen Tuns, der Bewegung, kann ich mit der Situation arbeiten. Ich beginne mit dieser Konfliktsituation zu arbeiten. Und da gibt es einen sehr, sehr hilfreichen Zugang, der sagt, begib dich in einen gemütlichen Sessel, in eine gemütliche Position, schließe die Augen und stelle dir diesen Konflikt vor. Vertiefe dich emotional in diesen Konflikt und dann lass diesen Konflikt als Wesen erscheinen. Das kann ein Tier sein, eine Comicfigur, ein Ungeheuer, was immer es ist. Man kann den Konflikt als Wesen erscheinen lassen. Und wenn ich ein erstes Bild von einem Wesen habe, es geht nicht darum, dass es ein Wesen mit genauen Konturen ist. Es geht auch nicht darum, dass es ein Wesen ist, das ich jetzt aufzeichnen könnte. Es kann auch sein, dass die Art des Wesens sich verändert. Ganz egal, sobald ein Wesen auftaucht, geben Sie diesem Wesen einen Namen. Dahinter steckt eine einfache Weisheit, dass was immer es ist, was Macht über uns hat, sobald wir es benennen, dieses Etwas seine Macht über uns verliert. Das heißt, wenn wir den Konflikt als Wesen erscheinen lassen, diesem Wesen einen Namen geben, dann nehmen wir dem Konflikt die Macht über uns. Und dann wird eines möglich, ich kann mit diesem Wesen, das stellvertretend für meinen Konflikt steht, ein Gespräch führen. Ich kann mit dem Wesen ein Gespräch führen, ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm in Kommunikation gehen. Und ich kann fragen, was willst du von mir? Ich kann fragen, wie fühlst du dich, wenn du von mir bekommst, was du brauchst? Was immer Ihnen hilfreich als Fragen erscheint, gehen Sie mit diesem Wesen in ein Gespräch. Dann arbeiten Sie mit dieser Situation und vielleicht gelingt es Ihnen, Ihren Konflikt selbst mit einer anderen Person zu lösen, indem Sie sich über diese einfache Methode vom Konflikt lösen. Ja, abschließend können Sie diese Übung durch eine Entscheidung. Durch eine zweifellos sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil es Ihnen schwer fallen wird, diese Entscheidung zu treffen. Aber wenn Sie in einem Konflikt sind, dann müssen Sie immer auch dieses Bild haben, dann ist es immer auch Ihre Entscheidung, Teil dieses Konfliktes zu sein. Und Sie können entscheiden, aus diesem Konflikt herauszugehen. Genauso gut können Sie entscheiden, der Konflikt ist gelöst. Das heißt, die Anregung nach dieser Arbeit in der liegenden Acht, die Sie auch gerne mehrfach durchführen können, entscheiden Sie sich dafür, der Konflikt ist gelöst. Danke, danke, danke. Es ist so einfach. Im nächsten Schritt geht es um Heilung. Und wenn wir das Gebiet der Heilung betreten, dann ist mir vollkommen klar, Heilung ist ein sehr, sehr sensibles, unendlich weites Gebiet. Weil es gibt so viel zu heilen. Wenn ich hier von Heilung spreche und von Heilung ermöglichen, dann meine ich jene Wunden, die uns im Leben passiert sind, weil wir in Konflikten waren, weil wir, was immer uns passiert sein mag. Und dass diese Wunden eine Heilung brauchen, damit wir uns gut entwickeln können. Und auch in diesem Fall kann uns wieder die liegende Acht helfen.
Es gibt viele andere Methoden und ich setze die Liegende 8 häufig ein. Sie können es auch anders machen, aber ich weiß, dass die Liegende 8 sehr, sehr hilfreich ist. Und weil ich sie Ihnen als Modell vorgestellt habe, möchte ich sie in verschiedenen Kontexten für Sie einsetzen. In dem Fall für Heilung. Wenn Sie eine Wunde austragen, an einem Konflikt leiden, dann ist im ersten Schritt das, was wir schon einmal besprochen haben, es liegt an Ihnen, welche Gedanken in Ihrem Kopf entstehen und welches Bild sich daraus ergibt. Und immer wenn Sie bemerken, dass wieder diese alte Wunde aufklafft und Sie daran hindert, etwas zu tun, weil es Sie schwächt, dann sagen Sie einfach, Stopp. Sagen Sie zu diesen Gedanken Stopp. Machen Sie eine bewusste Denkpause und beginnen Sie dann mit gesunden Gedanken. Stärken Sie diese gesunden Gedanken. Dann wird ein anderes Bild in Ihrem Kopf entstehen. Ein positives. Und wenn Sie diese gesunden Gedanken haben, dann gehen Sie in Ihren Körper hinein und versuchen Sie, Ihre Wunde durch universelle Liebe zu heilen. Verbinden Sie sich mit der universellen Liebe als eine Quelle des Lebens und gehen Sie eine Verbindung ein. Beginnen Sie, etwas zu lieben. Da ist es sehr, sehr hilfreich, in eine Verbindung zu gehen. In eine Verbindung zu gehen mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Wesen. Verbindung kann bedeuten, einfach nur ein Hand auflegen. Verbindung kann sein, ein Gespräch zu führen. Verbindung kann sein, einfach einen Menschen zu umarmen. Was immer für Sie Verbindung bedeutet. Und ein kleines Ritual, wo Sie universelle Liebe spüren. Und spüren Sie in diesem Moment nicht nur die universelle Liebe, sondern spüren Sie in diesem Moment auch, dass in Ihnen Heilung passiert. Man kann gut positiv denken, man braucht immer die innere Haltung dazu, das innere Gefühl, man muss das Herz öffnen dafür. Man kann aber auch immer etwas ganz Konkretes tun. Und wenn ich Heilung erfahren möchte und Heilung in mir ermöglichen möchte, dann ist eines immer sehr, sehr gut und das hängt auch mit der universellen Liebe zusammen. Tun Sie etwas Gutes. Tun Sie etwas Gutes für einen anderen Menschen, für ein anderes Wesen, für die Umwelt, für etwas, was außerhalb von Ihnen stattfindet. Tun Sie etwas Gutes. Und dann tun Sie sich etwas Gutes. Das heißt, Gutes tun für andere, sich selbst etwas Gutes tun. Was immer Ihnen gut tut, da wissen Sie viel besser, aber immer wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Wunde schmerzt, es gibt die Möglichkeit, heilsame Klänge anzuhören, heilsame Rhythmen, alles was mit Musik zusammenhängt. Natürlich das in Verbindung gehen, im Sinne von Gespräche führen mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit anderen Wesen, mit der Natur, mit Gottheiten, was immer Ihnen dazu einfällt und was Ihnen gut tut. Ja? Also im Tun, tun Sie Gutes und tun Sie sich Gutes, das kann heilen. Im vierten Quadranten möchte ich Ihnen dann noch nahelegen, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, heilende Gewohnheiten in Ihr Leben zu holen. Heilende Gewohnheiten im Sinne von Vergebung zu erlernen, Heilung zu ermöglichen, indem Sie sich zum Beispiel reinigen. Ein einfaches Ritual, jeden Tag in der Früh ein Glas klares Wasser zu trinken. Ich trinke jeden Tag in der Früh ein Glas Wasser, leicht erwärmt, also nicht eiskalt, und habe so richtig das Gefühl, dieses Wasser, das erste, was ich an diesem Tag zu mir nehme, noch lange bevor der Kaffee in mich hineinkommt, das reinigt mich. Und diese Reinigung stelle ich mir vor als ein Ritual der Heilung.
und damit ermögliche ich Heilung. Ein ganz anderes Ritual, eine heilende Gewohnheit, kann man einfach sagen, schreiben Sie es auf. Was immer Sie belastet, schreiben Sie es einfach auf. Da gibt es eine Idee, die mir sehr, sehr gut gefällt. Was immer Sie getan haben, was immer in Ihnen eine Wunde aufklaffen lässt, schreiben Sie es auf. Schreiben Sie Ihre Geheimnisse auf. Schreiben Sie sie auf einen Zettel. Und wenn Ihnen diese Geheimnisse aber so geheim sind, dass Sie Angst haben, es könnte jemand finden, dann zerreißen Sie, nachdem Sie das aufgeschrieben haben, den Zettel und werfen Sie die Schnipsel weg. Oder werfen Sie sie ins Feuer. Und zum Abschluss, als heitere Gewohnheit, die ich in mein Leben holen kann, eine innere Grundhaltung, die ich auch in meinen Führungslehrgängen den Führungskräften immer näher bringe, die heitere Gelassenheit. Die heitere Gelassenheit ist das Gegenteil von es ist mir wurscht. Heitere Gelassenheit meint, ich kann über schwierige Situationen und über mich lachen. Der Fluss lacht sie aus. Ich kann diese Heiterkeit, diese Gelassenheit zu einer Lebenshaltung machen. Und egal, was mir passiert, ich kann dem mit einer heiteren Gelassenheit begegnen. Zumindest kann ich es versuchen. Es mag Situationen geben, wo kein Platz ist für heitere Gelassenheit. Keine Frage. Aber es gibt so viele Situationen, in denen wir uns ärgern, in denen wir mit anderen Menschen in Konflikte gehen, wo wir uns aufregen oder keine Ahnung, was immer dann in uns vorgehen kann. Jedenfalls sehr häufig nichts Nährendes, dann immer auch wiederum sagen Sie Stopp und versuchen Sie mit einer heiteren Gelassenheit in diese Situation zu gehen. Das heißt, zusammenfassend, sobald negative Gedanken auftauchen und eine Wunde aufbricht, Stopp! Und beginnen Sie mit gesunden Gedanken, die Sie heilen können. Liebe, alles was Sie an universeller Liebe nehmen und geben können, indem Sie Verbindungen eingehen, das kann heilen. Tun Sie etwas Gutes für die Welt, tun Sie sich selbst etwas Gutes und gewöhnen Sie sich heilende Gewohnheiten an. Machen Sie heilende Gewohnheiten der Reinigung, sei es durch ein Wasser, durch ein Niederschreiben meiner Geheimnisse, das von der Seele schreiben. Reinigen Sie sich heilende Gewohnheiten und versuchen Sie sich in der heiteren Gelassenheit. All das wird Heilung ermöglichen. Der letzte Schritt im Dreiklang ist die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit kann man üben. Man kann Dankbarkeit üben, um am Ende ein dankbares Herz zu haben. Und da habe ich ganz, ganz einfache Übungen, die wiederum eine nährende Gewohnheit in Ihrem Leben werden können. Ich beginne mit der sogenannten Dankbarkeitsminute. Und die Minute ist wirklich eine kurze Übung, im Sinne von, es dauert eine Minute. Und diese Übung können Sie am Abend machen. Und dann können Sie den Tag Revue passieren lassen und darüber nachdenken, es im Gedanken aussprechen oder gerne auch laut aussprechen. Wofür bin ich dankbar? Was war heute? Was war heute in meinem Leben, wofür ich jetzt dankbar bin? Die zweite Möglichkeit ist die Dankbarkeit am Morgen. Setzen Sie sich eine Minute hin. Vielleicht trinken Sie zuerst das Wasser und setzen Sie sich dann eine Minute hin oder stellen Sie sich hin in Ruhe. Kommen Sie zu sich und seien Sie am Morgen bereits dankbar für das, was sein wird. Das heißt, dankbar sein für die Dinge, für die guten Dinge, die Ihnen an diesem Tage noch widerfahren werden. Also dankbar sein für das, was sein wird. Diese beiden Minuten können Sie einlegen, noch zu Hause, unterwegs, in der U-Bahn, wo immer. Auch im Auto. Und es wird Sie stärken. Und es wird für Sie ein Beitrag sein zu einem dankbaren Herz.
Ja, und das Letzte, was da noch steht, ist eine Idee von Martin Seligmann, der das Dankbarkeitstagebuch initiiert hat oder vorgeschlagen hat. Und er hat gesagt, naja, viele Menschen schreiben ein Tagebuch und schreiben Dinge auf, die ihnen widerfahren sind. Warum nicht ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, in dem man aufschreibt, was man an jedem Tag in seinem Leben erfährt, wofür man dankbar ist. Ja, zusammenfassend, Take 3, Befreiung zulassen, es wird Sie als Mensch befreien, wenn Sie immer wieder daran arbeiten, Vergebung zu lernen. Denken Sie daran, zu vergeben, sich selbst und anderen. Denken Sie daran, dass Heilung auch etwas ist, was Sie zulassen und ermöglichen müssen. Und Heilung bedeutet, durch ständiges Arbeiten an den Verletzungen, sie immer mehr und immer mehr ausheilen zu lassen. Und am Ende Dankbarkeit. Dankbarkeit muss geübt werden. Dankbarkeit ist eine Gewohnheit oder kann eine so wunderbare Gewohnheit sein, die mein Leben bereichert. Wenn Sie mit diesen drei Schritten sich dem Schlüssel der Befreiung nähern, so werden Sie einen essentiellen Fortschritt in Ihrer ganzheitlichen Entwicklung machen.